Ob ihr es glaubt oder nicht, Rebirth Island kommt zurück. Wir haben ja mit Warzone Mobile jetzt Rebirth Island schon bekommen, mit Verdansk, aber Mobile, ja, einige von euch haben Mobile gespielt. Ich habe auch versucht, ein Video dazu aufzunehmen. Habe mir auch schon überlegt, ein iPad zu holen, dazu ein Video zu machen. Vielleicht kommt das auch noch, aber jetzt erstmal Rebirth Island kommt auf PC und Konsole zurück am 3. April, nächste Woche, Mittwoch. Ich glaube, 18 Uhr kommt das Update und wir kriegen mit dem Update Rebirth Island komplett gestört. Den Kanal habe ich mit Rebirth Island gefühlt aufgebaut. Meine ganze Karriere habe ich Rebirth Island zu verdanken, damals natürlich auch dem Grind etc. und natürlich euch da draußen, aber Rebirth Island hat mich geprägt und ohne Rebirth Island wäre ich nicht hier, wo ich heute bin. Shoutouts gehen an euch raus, Kuss, dass ihr euch die Videos immer gönnt etc. Aber ja, Rebirth kommt wieder zurück und wir sind alle hyped. Wie ihr hier sehen könnt, hat Call of Duty gestern getweetet, Rebirth Island returns am 3. April, Hashtag Rebirth Day, where are we dropping, also wo landet ihr? Gerne auch in die Kommentare schreiben, wo ihr landet. Und jetzt um 16 Uhr, ja, wir warten jetzt zusammen drauf, erscheint der erste Trailer zu Rebirth Island, Premiere in 2 Minuten. Der Chat ist hier komplett am eskalieren. Alle schreiben K98, K98 in den Chat. Jeder will die K98 zurück. Der Hype ist gestört, real. Und wir werden zusammen hier in die Reaction reingehen und uns den Trailer gönnen. Ich werde auch gucken, wie viel Infos wir jetzt zu Rebirth Island bekommen. Wir wissen jetzt, am 3. April kommt Rebirth, 18 Uhr wahrscheinlich zum Update. Ich bin mega, mega gespannt. Wir können auch hier sehen, dass an der Map nichts geändert wurde. Meine große Sorge war, dass die jetzt wie bei Fortress Keep zum Beispiel irgendwie so einen dicken Krater gemacht und ja, hätten die bei Rebirth Island jetzt irgendwie da einen Krater gemacht, ein Loch gemacht oder irgendwas wirklich crazy anders gemacht, wäre das natürlich nicht so cool, ja, also ich hätte mich nicht so gefreut, deswegen war so der Hype bei mir nicht so real, ich habe immer so mit Bedacht mir gedacht, ja, maybe ändern die wieder was an der Map, dann ist wieder kacke, aber wie es hier aussieht, das originale Rebirth Island kommt zurück, mal gucken auch, wie das jetzt mit den Ziplines sein wird, ob hier jetzt viele Ziplines am Start sein werden, ich hoffe auch, dass nicht viele Ziplines am Start sind, wir hatten hier bei Stronghold, eine Zipline, aber ich hoffe, dass da nicht zu viele Ziplines am Start sein werden. Maybe kommt auch Rebirth Island Ranked, also statt Fortress Keep Rebirth Island Ranked. Ja, dann werden wir Ranked auf Rebirth Island spielen. Schreibt mir auch gerne eure Meinung in die Kommentare. Schreibt mir rein, wo ihr landet. Die erste Runde direkt am Mittwoch, wo ihr landet. Ich werde wahrscheinlich Prison landen, weil Prison war immer so mein Main-Ort und dann bin ich von Prison zu Control Center oder hier zu Grandmas House. Falls ihr euch erinnert, da war auch immer der Shop hier. Ich bin mega hyped. Checkt auch sehr gerne meinen Partner Level Up ab. Wir haben jetzt die beste Rabatt die man haben kann. Und zwar haben wir eine 2-für-1 Aktion, die legendäre 2-für-1 Aktion. Jetzt ist wirklich der beste Zeitpunkt, falls ihr vorhattet, Level Up euch zu holen, ist jetzt der beste Zeitpunkt, euch Level Up zu holen, weil ihr 50% Rabatt habt. Das bedeutet, ihr macht euch 2 Dosen in den Warenkorb, bezahlt aber nur eine. Und das Ganze multipliziert sich auch. Wenn ihr 4 Dosen in den Warenkorb packt, bezahlt ihr nur 2. Wenn ihr 6 Dosen in den Warenkorb packt, bezahlt ihr nur 3. Wenn ihr 10 Dosen meinetwegen in den Warenkorb packt, zahlt ihr nur 5. Immer 50% quasi. Das Ganze funktioniert so. Ihr wählt euch entweder hier eure Sorten aus, die ihr gerne haben möchtet. Ich empfehle euch Kaktus-Eis. Packe ich auch direkt in den Warenkorb. Kaktus-Eis, richtig, richtig geil. Schmeckt unfassbar gut. Was noch sehr, sehr geil ist, ist Shiny Dragon. Shiny Dragon, auch einer meiner Lieblingssorten. Komplett insane. Die neue Sorte Okiru-Edition ist auch seit gestern verfügbar. Schmeckt auch sehr, sehr lecker nach Grapefruit und Lime. Also Lemon und Grapefruit. Sehr, sehr erfrischend für den Sommer. Oder für den Frühling besser gesagt. Und Shiny Fox kann ich euch empfehlen. Shiny Fox auch unfassbar lecker. Dann geht ihr in den Warenkorb, habt zum Beispiel jetzt 4 Dosen drin, ja. Und dann gebt ihr den Code DEKI2 ein, drückt einlösen und zahlt 80 Euro für 4 Dosen, was komplett gestört ist. Wirklich komplett insane. Level Up, mein Partner. Gerne abchecken. Erster Link in der Videobeschreibung. Gerne vorbeischauen. Und jetzt ist, wie gesagt, der beste Zeitpunkt, um euch ein Level Up zu gönnen. Wir machen das so auf Geburtstag mäßig. Rebirth Day. Deswegen die Musik wahrscheinlich. Ich hab Gänsehaut, for real, ich hab Gänsehaut. No cap. Oha! Digga. Fudge!
Geil, Digga. So sieht die Map aus. Ich habe aber im Trailer gesehen, dass das Prison-Drach kaputt ist. Es sieht natürlich alles ein bisschen futuristischer aus. Sieht natürlich heller aus, schöner aus. Hier der Rasen und sowas, wenn wir uns in Warzone 1 erinnern, sah das natürlich alles ein bisschen auf 2019 angelehnt aus. Jetzt ist natürlich alles ein bisschen höhere Qualität, bessere Grafik etc. Was meine Sorge ist, ist halt eben, dass die halt Sachen an der Map ändern, die dann nicht geil sind. Aber wie wir hier sehen können, ist alles gleich geblieben. Maybe, wenn wir dann selbst spielen, werden wir ein, zwei Sachen sehen, die anders sind. Vielleicht kann man irgendwo hier in den Untergrund rein oder irgendeine Kleinigkeit, was, denke ich mal, nicht so schlimm sein wird. Aber Prison-Dach hier ist eingerissen, soweit ich das sehen kann. Also ist einfach ein Loch im Dach drin. Und im Trailer haben wir gesehen, wie der Turm hier umfällt. Hier ist der Turm aber ganz. Deswegen denke ich mir, maybe gibt es entweder ein Event, wo dann der Turm kaputt gemacht wird. Oder in den nächsten Updates wird es dann Rebirth geben, wo der Turm zum Beispiel kaputt ist und wo die Map dann verändert wird. Aber jetzt erstmal sieht es so aus, als würde die Map so kommen, wie sie auch schon immer war. Ich meine, zu Anfang von Rebirth Island gab es Control Center nicht. Control Center war eine Baustelle an die OGs. Da haben wir Control Center zurück, ganz normal, ohne Baustelle. Ja, das Prison-Dach ist kaputt. Okay, ist eine kleine Stelle hier, die ein bisschen kaputt ist. Es wird, glaube ich, nicht so schlimm sein. Wasser ist auf jeden Fall am Start, also irgendwo taucht der Mann hier. Das ist wahrscheinlich, würde ich sagen, hier irgendwo, da gab es ja immer so einen Bunker und da gab es so einen Kanal, glaube ich. Maybe kann man da jetzt reinschwimmen, ist auch okay, wir haben ja seit Warzone 2 Wasser, in Warzone 1 gab es ja also eine Schwimmmechanik. Wahrscheinlich ist es so, dass du jetzt hier auch rund um die Map ein bisschen ins Wasser gehen kannst. Wie ihr sehen könnt, alles ist ein bisschen futuristischer, also die Grafik ist auf jeden Fall besser. Das Ding hier war nicht gelb, das war Metallfarbe damals, also es sind natürlich Kleinigkeiten an der Grafik und so geändert. Was hier auch geändert wurde, da gab es ja diese Gondel immer, die von hier zum Prison-Dach gegangen ist. Jetzt kann man mit der Gondel da hochfahren und man kann sich separat auch noch hochsippen. Und da sieht man, wie er in die Gondel da reinspringt. Deswegen habe ich vorhin so gesagt, oha, das ist ziemlich cool gemacht, muss ich sagen. Hier Stronghold auch, alles normal, sieht alles so aus, wie es war. Hier ein neuer Hasenskin. Okay, jetzt sind wir im Prison. Ja, hier, das ist Prison-Dach und hier ist ein Loch in Prison-Dach. Hier sieht man es auch nochmal. Hier ist ein Loch. Aber die Frage ist halt, ob das jetzt direkt zum Start so sein wird, weil hier fliegt auch der Turm jetzt um. Maybe ist das so mäßig, was in der Zukunft mit Rebirth Island noch passieren wird, dass das Prison-Dach kaputt ist, dass dieser Turm umfällt, dass Änderungen einfach an der Map gemacht werden. Hier nochmal natürlich, dass wir auf Mobile auch Rebirth Island spielen können, egal wo wir sind. Aber es sieht so aus, als wäre das Prison-Dach auf jeden Fall kaputt und dass dieser Tower irgendwann kaputt geht. Es könnte aber so sein, dass der Tower kaputt geht und das Prison-Dach mit einem Event, mit einem Live-Event oder mit einer Änderung, mit einem Update, Season 4 zum Beispiel, dann ändert sich die Map. Das könnte ich mir auch gut vorstellen, weil hier haben wir irgendwo Prison gesehen, wo Prison-Dach eigentlich noch ganz war. Hier, glaube ich, war das. Hier zum Beispiel. Hier ist das Prison-Dach ganz. Da ist nichts kaputt. Aber dann im Nachhinein jetzt gleich fährt er mit dem Auto da rein und dann ist das Dach kaputt. Also es könnte sein, dass das Dach, wie gesagt, mit dem Tower, der Tower fliegt ja auch um, dass das Dach mit dem Tower irgendwie zu Season 4 erst kommt, dass wir jetzt das wirklich originale Rebirth Island bekommen, wo das Dach auch noch ganz ist, etc. Würde ich mehr fühlen zum Start, muss ich ehrlich gestehen. Ich meine, wenn da jetzt ein Loch im Dach ist, ist jetzt auch nicht gravierend, aber mal gucken, wie das Ganze ist. Ich bin auf jeden Fall unfassbar hyped. Ich habe Todesbock, wirklich crazy. Warzone ist ja auch gerade ein bisschen in einem komischen Vibe, sag ich mal. Macht nicht so Spaß, deshalb muss ich sagen, ich hoffe so sehr, dass Rebirth carryen wird, dass Rebirth Spaß machen wird. Zurzeit habe ich sehr, sehr wenig Spaß in Warzone, muss ich sagen. Ist auch alles zurzeit ein bisschen langweilig, aber Rebirth Island sollte die ganze Sache hoffentlich retten. Lasst gerne ein Like da, ein kostenloses Abo da, falls ihr nichts rund um Rebirth Island, Warzone etc. verpassen möchtet. Schreibt mir gerne eure Meinung, wie gesagt, in die Kommentare. Schreibt mir gerne rein, wo ihr als erstes landet und ob ihr Rebirth Island ranked fühlen würdet, ob ihr lieber Fortress Keep ranked weiter behalten würdet oder das ranked auf Rebirth Island kommt. Ich habe auch gehofft, dass wir da irgendwie Infos bekommen. Es werden jetzt bestimmt auch noch viele Infos kommen, aber checkt gerne, falls ihr mehr Infos haben wollt, Charlie Intel auf Twitter ab. Der wird da alles auf jeden Fall tweeten. Es werden wirklich einige Leaks noch kommen, einige Sachen, die wir jetzt in dem Video, von dem Video, das wir geguckt haben, nicht direkt herauskristallisieren können. Hier auch looks like the more sniper rifle from Advanced Warfare is returning in W3. Das bedeutet, es gibt eine Sniper, die Moss Sniper, das ist eine Sniper aus Advanced Warfare. Maybe ist es eine Sniper, die der K98 ähnelt. Wir hoffen alle auf die K98, haben auch vorhin den Chat gesehen, wie es hier eskaliert mit der K98. Jeder wünscht sich die K98. Ja, danke fürs Einschalten. Wir sehen uns im nächsten Video oder im nächsten Stream. Ich werde das Ganze auch streamen, ja, am Mittwoch, am 3. April. Gerne auch den Link in der Videobeschreibung abchecken. Da kommt ihr direkt zu meinem Twitch. Da werden wir direkt reingehen zusammen. Ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Schreibt mir, wie gesagt, eure Meinung in die Kommentare. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video oder im nächsten Stream. Haut rein. Ciao, ciao.